Im heutigen Video geht es um das Thema Oreganoöl. Und zwar gibt es 13 unglaubliche Fakten zu dem Oreganoöl. Das, was ich hier benutze, ist aus Griechenland, wo ich gerade bin. Und deshalb verlinke ich das unten auch nochmal, damit du dir das auch bestellen kannst. Und jetzt geht's los mit den Fakten. Vor den Fakten ein paar allgemeine Worte zum Oreganoöl. Oregano verbinden ja die meisten mit dem Küchengewürz für Pasta, Pizza und Soßen. Doch das Oreganoöl ist ein durch Destillation gewonnenes ätherisches Öl und hat mit dem Küchenkraut nur noch den Namen und den Ursprung gemeinsam. Für ein kleines Fläschchen werden schon mal mehrere Kilo Oreganokraut benötigt. Allein daran kann man sehen, dass die Wirkstoffe hochkonzentriert sind. Übrigens sollte man deshalb auch Oreganoöl nur verdünnt anwenden. Man mischt es einfach mit einem anderen neutralen Öl, wie zum Beispiel Olivenöl, und kann es dann safe auf die Haut auftragen oder eben einnehmen. Ich benutze ein qualitativ hochwertiges Oreganoöl aus Griechenland, das es auch in Bioqualität gibt. Es enthält einen Anteil von mindestens 80% Kavakol und das ist der Stoff, worauf es ankommt. Wenn ihr wollt, dann schaut es euch im Link unten an. Doch nun zu den 13 Fakten über Oreganoöl. Löst Schleim in Rachen und Nebenhöhlen. Wirkt beruhigend bei entzündeten Schleimhäuten. Dazu einfach ein paar Tropfen in einen Topf mit heißem Wasser geben und mit einem Tuch verdeckt darüber beugen und für ein paar Minuten tief einatmen. Äußerlich angewendet kann es Schmerzen, Schwellungen und Rötungen lindern. Aber auch innerlich soll es Linderung verschaffen können, wobei der Effekt nicht so schnell sichtbar ist wie direkt auf der Haut. Pilze treten bei Oreganoöl die Flucht an. Egal ob Candida oder Nagelpilz, Oreganoöl scheint eine wirkungsvolle Alternative zu sein. Auch den Viren gefällt Oreganoöl nicht wirklich. Zum Beispiel bei Lippenherpes. Trage dazu einfach mehrfach täglich einen Mix aus Oregano und Kokosöl auf die entsprechende Stelle auf. Den unliebsamen Gästen geht es hier an den Kragen. Experimente zum Beispiel in Hühnerbatterien belegen das. Es könnte also eine zukünftige Alternative in der Tierhaltung auf Biohöfen sein. Kavakrol löste beim menschlichen Krebszellen den Zelltod aus. Zumindest im Reagenzglas. Aber damit könnte Oreganoöl wohl auch zukünftig eine wesentlich größere Bedeutung haben in der Behandlung von Krebs. Oreganoöl gehört zu den Antioxidantien und eliminiert freie Radikale, die mitverantwortlich für den Alterungsprozess im Körper sind. Hilft bei Unregelmäßigkeiten, Menopause und regt die Monatsblutung an. Aus dem gleichen Grund sollte man auch bei Schwangerschaft besser kein Oreganoöl anwenden, denn es kann zum ungewollten Schwangerschaftsabbruch kommen. Studien an Schweinen zeigen, dass es die Darmwand vor Leaky Gut schützen kann. Nun ist Mensch nicht gleich Schwein, aber auch hier kann man sehen, dass Oreganoöl eine Unterstützung bei Problemen mit dem Verdauungstrakt bieten kann. Wenn du jedes Jahr unter Pollen und Grasallergien zu leiden hast, dann kann dir Oreganoöl helfen, diese Zeit besser zu überstehen. Es beruhigt das hypersensitive Immunsystem und ist bekannt für seine entlastende Wirkung bei allergischen Symptomen. Dazu täglich Oreganoöl einnehmen sowie zusätzlich inhalieren. Die Produktion von Verdauungssäften wird angeregt und hilft, die Mahlzeit schneller zu verarbeiten. Studien an Mäusen haben gezeigt, dass die kleinen Nager beim Verzehr von ungesunder, fettiger Nahrung zusammen mit Oreganoöl weniger zugenommen haben. Mehr noch, Fettzellen scheinen durch Oreganoöl zerstört zu werden. Verdünnt als Spray auf die Haut aufgetragen und die Mücken sowie andere Plagegeister werden in Zukunft einen großen Bogen um dich machen. Ja, mit dem gleichen Trick kannst du auch dein Gartengemüse vor Schädlingen schützen. Das waren 13 Fakten über Oreganoöl. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da, abonniere meinen Kanal und empfehle mich weiter.